So, jetzt haben wir nur noch eine Viertelstunde, also ganz kurz. Das kennen sehr viele. Das ist, glaube ich, das verbreitetste Modell. Persönlichkeit. Persönlichkeit ist nicht wie klassische Modelle, nicht motivationspsychologisch und nicht biografisch aufgebaut, sondern Persönlichkeit ist davon unabhängig. Und zwar ist es die Menge der Rollen eines Menschen, die er auf den Bühnen seiner Welten wahrnimmt. Und um zu verstehen, wie er mit den Rollen umgeht, muss man die Welten und die Stücke, die dort gespielt werden. Also im Persönlichkeitsmodell ist von vornherein der Weltbezug drin und der wird nicht erst rausdefiniert und nachher überlegt man, wie bringt man Persönlichkeit und Welt zusammen. Da gehen wir einfach mit einem anderen Paradigma dran und das ist ausgeweitet mit der Theatermetapher als Persönlichkeitsmodell. Wenn du Persönlichkeit beschreiben willst, und das kannst du mit jedem, da braucht keiner keinerlei psychologisches Vorwissen. Sagen, was sind die Bühnen, auf denen ich mich wohlfühle, wie sind die, welche sind die Rollen, die mir liegen, die mir zugeschrieben werden, in welche Art von Stücke spiele, finde ich mich seltsamerweise immer wieder. Das heißt, ich beschreibe meine Persönlichkeit in der Theatermetapher in Dimensionen, an welchen Wirklichkeit, Inszenierung ich wie und wann und wo teilnehme. Und das, was, so wie ich tatsächlich lebe, das ist meine Persönlichkeit. Das andere sind Fiktionen, nach dem Motto, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nie dazu. Also das ist natürlich ein didaktisches Modell und das kapiert jeder sofort. Und dann kann er überlegen, ja, welche Entwicklung brauche ich denn als Persönlichkeit? Ist es, dass ich meine Rollen nicht kann? Ist es, dass ich die Stücke nicht verstehe? Ist es, dass ich in Storys mitspiele, die in der Branche gar nicht aufgeführt werden, in denen ich tätig bin? Und dann merkt man, nein, eigentlich täte vieles stimmen, aber die Bühnen stimmen nicht für mich. Ich muss immer auf Großbühnen spielen. Ich bin eigentlich ein Mensch der Werkbühne. Also Sie können dieses Modell auch zu verwenden. Wo müssen Sie sich verändern oder entwickeln, um runter zu werden und dass die Dinge besser zusammenspielen. Und das ist dann ein Persönlichkeitsmodell, das weit weg ist von psychologischer Beschreibung von Kindheit. Und das kann jeder Nicht-Psychologe sehr effektiv tun, wenn es dann noch mit metaphorischer Beschreibung noch verwendet wird, schafft es sehr viel Erkenntnis und Orientierung, was Persönlichkeitsentwicklung bezogen auf Beteiligung an Wirklichkeitsinszenierung eigentlich konkret heißen kann. Ganz anders als die psychologische Tradition. Entwickelt sich irgendwie intuitiv unbewusst, was nicht heißt wildwüchsig, sondern das kann durch Kulturvorgaben sehr wohl geformt und sortiert werden. Das heißt, ich brauche eine Didaktik, mit der die Menschen in sich kommunikativ werden, geleitete Fantasien wie vorher und den Austausch danach, Arbeit mit Träumen, also alle narrativen Verfahren, schulen diese innere Kommunikation, weil wir mein Unbewusstes wesentliche Erkenntnisse oft in einer metaphorischen Sprache mitteilt und ich muss lernen, darauf zu hören und die zu lesen. Und viele können das eigentlich ganz gut, nutzen das aber eigentlich nicht genug im Beruf. Also im Assessment Center kannst du so Sachen wunderbar verwenden, stattdessen werden endlos Fragebögen produziert und am Ende entscheiden die Leute doch nach Guts, aber das völlig undifferenziert. Also besser ist, das in Zusammenhang zu bringen. Ja, und wenn Menschen kommunizieren und sich begegnen, müssen wir uns natürlich über unsere Konzepte, was wir glauben, was sich da überhaupt begegnet, Gedanken machen. Wenn ich denke, da begegnet sich hauptsächlich persönliches Verhalten, dann schule ich persönliches Verhalten. Wenn ich denke, auch wenn das Verhalten nicht so super ist, die Leute spüren, wie es gemeint ist dahinter und das entscheidet über den Fortgang der Kommunikation, dann muss ich eher über Haltung arbeiten, was eine andere Didaktik erfordert. Kann aber auch sein, dass ich sage, okay, da begegnen sich einfach Stile oder persönliche Mythen. Zum Beispiel, wir haben da den Moses, den Pioniertyp, und auf der anderen Seite haben wir Schneewittchen als persönliche Mythologie. Dass die beiden natürlich Probleme haben, wenn die sich begegnen, zusammen in einem Stück zu spielen, ist ziemlich klar.
Also man kann dann, ich habe da eine sehr ausführliche Methode des Arbeitens mit inneren Bildern entwickelt, dass man überhaupt selbst ein Bewusstsein dafür kriegt, mit welchen Mythologien man unterwegs ist und dass man die anderen erzählen kann, dass die verstehen können, neben dem, was wir sachlich hier miteinander ausmachen, welche Mythologien begegnen sich, wenn wir uns begegnen und wie kann da eine sinnvolle gemeinsame Mythologie entstehen oder dass jeder seine Mythologie leben kann. Der eine will einfach der tolle Lehrer sein, der andere will der Sanierer sein. Und gibt es eine Möglichkeit, dass sie so zusammenarbeiten, dass nicht einer in die Mythologie des anderen wechseln muss, weil das seine Seele nicht wirklich mitmacht, subversiv macht er dann doch sein eigenes Ding, sondern dass sie zusammen eine Kombination finden, dass der eine sein Mythos leben kann, während der andere sein lebt und doch wird es zusammen so zusammengebunden, dass daraus ein sinnvolles Agieren im Unternehmen wird. Das ist eine ganz andere Art von Ansatz, erfordert eine ganz andere Art von Training. Und dann noch, zum Beispiel begegnen sich dort Milieus und Kulturen. Ich habe ja mehrere Aufsätze geschrieben zum Thema Milieu begegnen. Milieu, ein ausgeblendetes Thema in der Beraterszene. Eberhard hat dazu ja mal einen guten Audiobeitrag gemacht, der klar macht, dass in der Regel die Leute im Top-Management aus einem anderen Milieu kommen, als die Leute, die in unserem Beruf sind. Und wenn da zwei zusammenkommen, dann kommen auch Milieus und deren Selbstverständnisse zusammen. Das muss man sich im Klaren sein. Wir agieren normalerweise, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, nach dem Motto, bist du tüchtig, lernst du was, kommst du hoch. Die arbeiten, die haben eine ganz andere Logik. Kennst du die richtigen Leute, sorgst du dafür, dass du deine Macht erhältst, kannst du dich gut halten und ziehst deine Nachkommen nach. Also da arbeiten, da begegnen sich, wenn es da um Coaching geht, verschiedene Milieus mit ganz verschiedenen Wirklichkeitsvorstellungen und Bewährungskriterien. Darüber muss man sich irgendwie im Klaren werden. Und es gibt, da habe ich auch viel geschrieben dazu, dass Milieuwechsel anstrengend ist. Also wenn ich dann in neue Milieus komme, das, selbst wenn ich es hinkriege, das kostet mich seelische Kraft, finde ich Möglichkeit, diesen Milieuwechsel auch von innen her wirklich zu machen. Oder reibt es mich auf? Und ja, wir alle kennen tragische Storys von Menschen, die sich in einem Milieu halten wollen und dort eigentlich zum Deppen geworden sind, weil sie es seelisch nicht tragen konnten und auch nie akzeptiert wurden. Weil Milieuzugehörigkeit kann man nur sehr begrenzt lernen. Das riecht der andere sofort. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Kultur in einer Weise sich vermittelt, von der wir gar nicht genau wissen. Nur der andere weiß sofort, okay, wir sind freundlich miteinander, aber andere Klasse. Milieu ist ein klassischer Begriff, der in der Soziologie, auch in dem Schichtenmodell und sowas, ist einfach ein Lebensumfeld. Und Kultur ist ein Begriff daneben. Also ist nicht ganz scharf, sondern so etwa irgendwie. Also früher habe ich diese Überlegung unter dem Begriff Milieu aufgegriffen. Und jetzt kann ich auch sagen, wenn sich da auf der einen Seite ein Banker und einer, der aus dem Sozialunternehmertum kommt, der im Sozialunternehmertum kann durchaus ein knallharter Manager-Typ sein und der Banker kann durchaus ein weicher Mensch sein, aber trotzdem begegnen sich Kulturgewohnheiten. Das muss man sich im Klaren sein. Und dass diese Menschen natürlich ihre Verständnisse und wie sie sich steuern und wie sie lernen, aus ihrer Kulturprägung herausschöpfen. Und die müssen sich mit ihrer Kulturprägung auseinandersetzen, wenn das Lernen nachhaltig sein will. Ja? Eine Frage würde ich noch gerne als am Schluss noch kommen. Du hast ja so wahnsinnig viele Ideen und Modelle produziert in deiner langen Laufbahn. Und mich würde es interessieren, wie du das für dich persönlich organisierst und anstellst, dass du so produktiv bist. Also ob das einfach so kommt oder ob du da irgendwelche Routinen hast, und du sagst, das hilft mir. Nein. Also ich habe fast alle Modelle einfach entwickelt im Arbeiten. Ich habe an dem Beispiel mit dem Kulturding, da habe ich gezeigt, ich merke einfach, plötzlich habe ich eine Idee, wie wir konzipieren können, was wir machen, dann probiere ich was aus, dann funktioniert das, dann merke ich, das ist ein Unterschied, ob ich so oder so mache. Unterscheide ich mich, glaube ich, nicht so sehr von vielen anderen. Ich unterscheide mich nur, dass ich danach das aufschreibe und konzeptionalisiere und ausarbeite. Und die meisten von uns, die finden sich toll und vergessen es dann.
Also das ist die Hauptsache. Und ich habe auch einfach, glaube ich, irgendwie eine besondere Begabung, konzeptionell zu entwickeln. Also ich kann gut konzeptionell denken, kann nicht jeder. Aber es gibt welche, die können es ganz gut, aber die sind nicht fleißig genug. Das verfließt genauso, wie es kommt, ist auch in Ordnung. Sollen ja nicht alles so das machen, was ich mache, sonst bleibt mir ja nichts. Das haben wir ja schon gehabt, das habe ich kurz erwähnt, also dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Und das sind diese Stufen, wenn Kultur nicht zusammenkommt, wie ich klären kann, didaktisch aufbereiten, sind wir überhaupt auf die gleichen Dinge bezogen, geben wir denen eigentlich überhaupt zueinander passende Bedeutung, denken wir in ähnlichen Zusammenhängen und erst dann, wenn wir da zumindest ein Verständnis füreinander entwickelt haben, können wir darüber nachdenken, und was ist dann konkret zu tun und kann ich es. Fast immer bewegen wir uns nur auf dieser letzten Ebene und verhandeln da manchmal Dinge, die auf den anderen Stufen davor liegen. Das heißt, ich streite mit dem darum, ob er das jetzt machen soll oder nicht. Und nach einer halben Stunde stellt sich raus, dass der einfach entscheidende Informationen, die ich habe, einfach gar nicht hat. Der hat allein von den Daten her eine andere Lage gehabt. Und da habe ich auf der falschen Ebene mit ihm gestritten. Ich habe gesagt, okay, langsam, langsam. Mein Bild prägt sich von der und der Information, die ich habe. Ich werde die so und so. Und für mich sind die Zusammenhänge so, dass wenn das eine eintritt, das andere wichtig wäre, und dann würde ich daraus folgendes Handeln ableiten. Und dann kann er sagen, ja, das eine, ich habe das gar nicht gewusst, oder ich habe das gewusst, aber ich habe das ganz anders gewertet. Da muss man sich also auf diesen logischen Stufen der Wirklichkeitsbegegnung erstmal begegnen. Das kann man ein Stück didaktisch üben, kann man natürlich nicht in jeder Situation in der Ausführlichkeit machen. Aber diese Modelle sind ja so, dass wenn ich sie an Beispielen mal durchexerziere, dass es sich, wir nennen das qualitativen Transfer, dass sich das in uns dann automatisiert, dass wir es intuitiv nächstes Mal eh machen, auch wenn wir an das Schema gar nicht unbedingt denken. Ja, ein weiteres Kommunikationsmodell bei Merging-Prozessen zum Beispiel, ich kann die Kultur der einen Organisation, die Kultur der anderen Organisation beschreiben, auf welchen Bühnen inszenieren die normalerweise, welche Rollengefüge haben die, welche Art von Stories erzählen die. Die eine, bei der einen ist immer dramatische Story, bei der anderen immer sachlich. Also es gibt ganz viele Ebenen, über die man irgendwie eine Klärung herstellen muss, wenn es ein gemeinsames Stück geben soll. Weil sonst jeder denkt natürlich, der andere macht irgendwie so wie ich. Das ist die naive Grundannahme, die wir immer haben, dass die Welt halt gestrickt ist, wie wir gestrickt sind. Und wir dann oft schmerzlich erst noch spät merken, dass es halt doch anders ist. Ist eine hohe Anforderung, aber kann sein, die würden eigentlich ganz viel gut zusammen machen können, die passen aber in ein paar Sachen nicht zusammen. Ich passe zum Beispiel nicht gut so raus wie der Königswieser. Wir haben zusammen mal Seminare gemacht, weil die residiert immer auf Schlössern. Und ein ganz wichtiger Teil ihrer Art der Inszenierung ist, wir sind die Wichtigen und die Besseren. Das interessiert mich nicht so. Ich bin eher so klein, aber fein, Werkstätte machen und so. Und wir passen von daher, wir können uns beide bemühen, weil wir irgendwie was Interessantes sind, wir passen aber von unseren Inszenierungsgewohnheiten nicht gut zusammen, wäre keine gute Idee, wenn wir zusammen ein Beratungsunternehmen betreiben würden. Und da kann man in solchen Kommunikationsmodellen drüber nachdenken, und die sind auch überhaupt nicht psychologisch, ne? Das sind phänomenologisch. Verantwortung, ein schönes Konzept, das gern genommen wird, zur Klärung von Verantwortung, hat vier Dimensionen. Darf ich verantworten? Also bin ich autorisiert? Muss ich verantworten? Habe ich die Zuständigkeit? Kann ich verantworten? Kann ich das überhaupt, was ich verantworten soll? Und will ich das verantworten? Und es ist ganz wichtig, dass ich alle vier Dimensionen unabhängig voneinander kläre. Es gibt nämlich dann manchmal die einen, die dürfen, die müssten sogar, die könnten auch, die wollen aber nicht. Also dann weiß ich, muss ich am Wollen arbeiten, nicht am Können. Und dann gibt es Leute, die wollen gern. Die können auch, die müssen im Sinne von, dass sie ihre sonstige Arbeit nicht machen können, wenn sie das nicht tun.
Aber die dürfen das nicht. Die sind nicht autorisiert, das zu machen. Und die finden niemanden, der sie autorisiert. Also um ein Verantwortungssystem zu entwickeln, muss man sich immer diese vier Fragen stellen. Hat sich sehr bewährt. Verwenden viele in der Teamarbeit, in der Organisationsarbeit, in der Führungsentwicklungsarbeit, um über Verantwortung nachzudenken. Das habe ich schon erwähnt. Verantwortung für und Verantwortung in Bezug auf. Das ist dringend zu unterscheiden. Für was bin ich zuständig? Das ist das, wo ich hoffentlich Ärger kriege, wenn ich es nicht mache. Direkt, weil es in meinem Jobbeschreibung oder Rollendefinition steht. Aber die andere Verantwortung, gibt es etwas, was ich gesehen habe, was für alle wichtig ist, um das ich mich nicht gekümmert habe, ist eine andere Dimension. Und Systeme, in denen diese Verantwortung fürs Ganze nicht wahrgenommen wird, die bemerken nicht sich entwickelnde Verantwortungslücken. Weil die sagen, das ist ja nicht, dafür bin ich ja nicht zuständig. Und es ist ganz wichtig, dass man in Verantwortungsdialoge geht. Aus meiner Sicht ist da was, von dem ich nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist. Aber es muss eine Antwort geben zu der Frage, sonst fehlt uns da was. Und mit wem kann ich eigentlich darüber reden? Und dann fängt man Verantwortungsdialoge. Verantwortung ist nichts Natürliches, sondern es ist eine definitorische Sache. Deswegen muss man immer wieder darüber reden. Das Gleiche ist natürlich bei Passung. Das Konzept habe ich jetzt, glaube ich, hier nicht mehr erwähnt. Ich habe ein Konzept zu Macht, drei Dimensionen von Macht. Hoheitsmacht, also das ist das, wo man per Rolle formell berechtigt ist, dem anderen einseitige Vorgaben zu machen. Das ist die Definition. Im Negativen auch oft Kontrollmacht oder Sanktionsmacht genannt. Das ist aber nur eine Art von Macht. Wichtig ist Schöpfermacht, das heißt, es muss jemand in der Lage sein, einen Kulturbeitrag zu schaffen, der andere einlädt, komplementär was zu machen. Das ist eine ganz andere Art von Macht und die spielt natürlich auch in Führung eine große Rolle. Es gibt so viele Führungskräfte, die sagen, mein Chef ist ein Arschloch, der hat eigentlich auch keine Ahnung, was oft sozusagen eine Retourkutsche ist, weil sie sich missachtet fühlen. Wechselseitige Missachtungsbeziehungen, ja, die kommen nicht zusammen zu einer Schöpfermachtbeziehung. Und dann gibt es noch, ich habe das Sinnmacht genannt, das ist eigentlich gar nicht was, was man machen kann, sondern wenn die Kultur stimmt, stellt sich das ein, es fügt sich. Und trotzdem gibt es Menschen, die gelernt haben, sich so in der Welt zu bewegen, dass die Chance, dass es sich für sie und andere fügt, einfach größer wird. Also die Aura erzeugen können, Kraftfeld erzeugen können. Und diese Sinnmacht, die kann man aber nicht eben machen, sondern geleitete Fantasie zum Beispiel, mache ich sehr viel mit Sinnmacht, weil ich mache die immer frisch, die fallen mir immer neu ein, während ich sie mache, ergreift mich selbst ein Stück die Idee, während ich gleichzeitig die Idee anderen als Einfluss anbiete. Und da würde ich sagen, das ist hauptsächlich Sinnmacht. Mit Hoheitsmacht kann ich natürlich überhaupt niemanden in der Gleite Fantasie führen. Ich bin dein Chef, deswegen geh du in Trans. Geht nicht. Das habe ich schon mal gesagt, Macht hat eine Zwillingsschwester und Zwillingsbruder, das ist die Autorisierung. Man sollte sich nie mit Macht allein befassen, ohne gleichzeitig mit Autorisierungsmechanismen sich zu befassen. Sonst versteht man Machtsysteme nicht. Ah doch, Passung haben wir ja. Wieslacher Kompetenzformel, auch ein Schmankerl von uns. Professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz mal Kontextkompetenz mal Passung. Ist natürlich eine didaktische Figur, die eine Aussage hat. Die sagt, du musst deine Rollen können. Ja? Also wenn du natürlich gar keine Ahnung hast, wie Beratung geht, dann bist du nicht sehr kompetent in der Beratung einer Organisation. Aber es reicht nicht, wenn du, sagen wir mal, jetzt im Kindergarten schon mal weißt, wie Beratung geht, wo mehr so Bezogenheit und Betroffenheit und so, Einfühlung und so die Hauptkomponenten sind, sondern wenn du nicht verstehst, wie das Spiel geht, also wenn du dann im Industrieunternehmen bist, den Kontext verstehst, wie dort agiert wird, was für Gesetzmäßigkeiten dort gelten,
und deine Kompetenz, deine Kontextkompetenz sehr niedrig ist, nützt es nicht, dass im Prinzip deine Rollenkompetenz sehr hoch ist. Deswegen das Mal. Als Produkt gibt es insgesamt geringe Kompetenz. Malpassung, das heißt, so wie ich gebaut bin, das muss passen zu der Logik, wie das System, in dem ich wirke, gebaut ist. Also Passungsgewinnung oder Passungsverlust, kleines Beispiel aus der Arbeit mit inneren Bildern. Ein Werkleiter wird mir vom Personalchef zum Coaching angeboten, der Mann wird zunehmend jähzornig, ungeduldig, dem geht es nicht gut, der arbeitet immer schlechter, der braucht ein Coaching, irgendwas ist mit dem los. Ich habe mit dem ein Klärungsgespräch gemacht und es stellte sich raus, dass seine inneren Bilder, wann der richtig gut drauf ist, was sein Ding ist, ist, er ist Häuptling von einem lokalen Stamm. Das ist sein seelischer Grundmodus. Jetzt haben die aber umorganisiert. Er ist jetzt nicht mehr Häuptling eines Bereichs, sondern er ist, obwohl das ein fachlich kann und ist, und das ist sogar eine Beförderung gewesen, dass er jetzt europaweit für eine Teilfunktion zuständig ist, jetzt hockt er aber da in einem Flugzeug und im Zug und trifft Leute, die er nicht kennt und die er immer wieder neu gewinnen muss. Das passt einfach nicht für den. Das ist nicht so, dass der nicht mehr kompetent ist, sondern die Passung stimmt nicht mehr für das, was er kann und was er. Und das habe ich denen auch gesagt und da brauchen wir auch kein Coaching. Es war so klar, dass seine Seele das auch gar nicht will, obwohl er sich verpflichtet gefühlt hat, weil er es ja fachlich kann und es auch mehr Geld gebracht hat. Und er hat gesagt, das stimmt, ich will das eigentlich gar nicht. Wir hatten Glück, nach einem halben Jahr wurde die Organisation wieder zurückgenommen, jetzt ist er wieder Werksleiter und jetzt ist er wieder Häuptling, jetzt kann er es auch wieder. Also der Faktor war Passung. Und diese Formel hilft auch zu überlegen, wenn jemand nicht kompetent ist, mal zu gucken, an welcher Stelle hat er überhaupt Entwicklungsbedarf. Und manchmal ist es nur eine Frage der Passung. Der braucht gar keine Schulung, der muss nur woanders tätig werden. Etwas, woran viele oft nicht so denken. Und im Zusammenhang mit dem Passung gibt es zum Beispiel den Passungskreissystem. Und da muss jemand, um Passung abprüfen zu können, außer mit den metaphorischen Methoden, mit denen ich gern arbeite, auch mal drüber nachdenken, was ist eigentlich meine Identität als Professionelle. Und Führungskraft werden ist ein Identitätswechsel, muss man sich klar werden. Und habe ich eigentlich die Kernkompetenzen in dieser neuen Identität, die ich gern annehmen möchte? Und es ist, das sind die Klärungen, die er von seiner Seite her wahrnehmen muss. Und er muss für sich klären, ob die Funktion, die ich dann mache, erlaubt die auch wirklich in meiner Kerntätigkeit das Ausleben meiner Kernkompetenzen. Weil sehr oft ist so, dass Daimler hat es zum Beispiel gemacht, die haben eine Beratungsabteilung aufgemacht, als sie die Holding damals gebildet haben, schon 20 Jahre her. Und dann haben die freiberufliche Top-Berater eingekauft und sich das auch was kosten lassen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die von der Zentrale hauptsächlich Bildungsmanagement machen können, gar nicht selbst beraten. Und das haben die ganz schlecht performt und waren unzufrieden. Da war die Pass, die haben sich vorher nicht klar gemacht, dass die Kerntätigkeit in der Rolle, die zu besetzen ist, überhaupt nicht mit der Kernkompetenz der Leute, die sie dafür einkauften, übereinstimmen. Das war klar, dass das nicht gut laufen kann. Hat viel Geld und Ärger gekostet. Das heißt aber nur umgekehrt, eine Organisation kann die Passung zu einem hochqualifizierten Mitarbeiter gar nicht feststellen, wenn sie sich nicht darüber im Klaren wird, was eigentlich ihr Kerngeschäft ist und was die Kernprozesse sind und was diese Funktion, die sie besetzen wollen, im Rahmen ihrer Organisation eigentlich soll. Das heißt, gerade dieses Passungskreissystem macht klar, dass ob jemand kompetent im Unternehmen wirken kann, Klärung auf beiden Seiten braucht und dass es dann zusammenkommt. Und das sind alles Vorgänge, die haben mit Weiterbildung gar nichts zu tun oder mit Beratung und Coaching. Und sehr oft kann man hier durch sehr kluge Politik, was ja sehr viele machen, die machen mit Besetzungspolitik und setzen gar nicht auf Coaching und Weiterbildung, die dann intuitiv klug Passungen finden, das sind dann sehr gute Führungskräfte oder Manager, wird da eh gearbeitet. Und
wir als Berater neigen dazu, diese Passung nicht ganz wirklich ernst zu nehmen und zu denken, wir kriegen es mit unseren Dienstleistungen dann schon irgendwie hin. Das funktioniert oft einfach auch gar nicht. Macht uns auch selbst unzufrieden. Also, macht die Organisation mir Sinn? Fragen sich gerne viele. Aber mache ich der Organisation Sinn, ist eine Frage, die peinlich manchmal vermieden wird. Ich selbst bin stolz auf mich, als ich an der Universität Heidelberg gearbeitet habe. Ich hatte eine Stelle als Studentenberater. Ich wollte aber Psychotherapeut werden. Und je länger das ging, habe ich halt Psychotherapie gemacht, aber ich hätte eigentlich wirklich gute Studienberatung machen sollen. Und mir machte natürlich die Organisation insofern Sinn, als dass sie mir für etwas bezahlt hat, was ich gerne gemacht habe. Aber ehrlich gesagt, und da war ich so ärgerlich auf den bösen Rektor, Kanzler, der uns immer wieder kritisiert hat, dass wir nicht machen, wofür wir da sind. Ne? Irgendwann habe ich mir recht überlegt, psychotherapeutische Beratungsstelle gibt es ja, das ist die Studentenberatungsstelle. Und eigentlich mache ich was, ich mache eigentlich der Organisation, wie sie gedacht ist, keinen Sinn und habe die Konsequenz daraus gezogen und habe gesagt, ich kündige da. Und das ist aber natürlich ein Schritt. Wenn ich einsehe, dass ich der Organisation gar keinen Sinn mache, dann muss ich, manchmal kostet mich das auch einen Preis, dass ich dann sage, und die Organisation hat Recht in ihren Anforderungen an diese Funktion und ich will sie nicht erfüllen. Die Verantwortung wird nicht so gern von Mitarbeitern übernommen, das lässt man sich dann diktieren. Aber ich finde, es gehört zur Würde des Professionellen dazu. Jetzt nur noch ein Schaubild. Ich entschuldige mich, ja? Ich habe einen Termin um 19 Uhr. Ich muss los. Vielen Dank. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Da gibt es ein Konzept von Unternehmensgesundheit. Gesundheit ist die Multiplikation von Integration und Integrität. Auch so sehr kernprägnante, letztlich unscharfe Begriffe, ist mir völlig klar. Aber es macht einen Unterschied in der Beratung, ob ich das Gefühl habe, da kriegt jemand seine Dinge nicht auf die Reihe. Ja? Der ist einfach nicht geschickt, das so zueinander zu fügen, dass es überhaupt funktionieren kann. Das ist Integration. Integrität ist, passt das zu dem? Selbst wenn das zusammenkriegt, macht es überhaupt Sinn so? Stimmt das? Und beides ist multiplikativ verknüpft. Jemand kann gut funktionieren, wenn er seine Dinge auf die Reihe kriegt und sie zu ihm passen. Und auf Organisation bezogen, geht aber auch auf Individuen, kann man dann so ein Phasenmodell von Krisenentwicklung machen. Das heißt, wenn diese, entweder die Integrität verloren geht, weil die Passung verloren geht, ja, etwas, was ich immer gerne gemacht habe, eigentlich mache ich es einfach nicht mehr gerne. Ich kriege es gut auf die Reihe, aber es stimmt nicht mehr für mich. Dann entwickelt sich langsam eine Krise. Und dann geht die Gesundheit, meine professionellen Gesundheit langsam runter. Und dann gibt es meist so eine Phase von, ich habe das genannt, verdeckte Desintegration. Ich habe lang viele Erklärungen für das und sage nicht, nee, da zerfällt was, was bisher gut funktioniert hat. Und dann irgendwann lässt sich es nicht mehr vermeiden, da gibt es eine offene Desintegration. Und dann fange ich an, mich auf den Weg zu machen und dann gibt es eine lange Phase, in der ich das Gefühl habe, ich kriege es nicht auf die Reihe, weil man die Dinge, die sich neu beginnen zu fügen, oft lange nicht spüren kann. Also eine verdeckte Neuintegration, bis man, wenn man durchhält, irgendwann plötzlich es wieder läuft und das ist dann die offene Neuintegration. Und das gilt auch für Unternehmensprozessentwicklungen. Ja, ich erinnere mich an die Phase, wo Daimler einfach, ich habe früher viel für Daimler gearbeitet, deswegen ist das oft ein Beispiel, die haben lange ihre Krise dadurch nicht wahrhaben können, verdeckte Desintegration, dass sie alle an die Niederlassung ausgelieferten Fahrzeuge als verkauft in die Bilanz genommen haben. Und die Parkplätze wurden immer größer dort. Ja, und erst als sie so groß war, dass es unübersehbar war, kamen sie in die offene Desintegration, Busse zum Beispiel. Die Analyse auf den Gängen war längst zu hören, der Mercedes unter den Omnibussen ist der Fiat Cetra, haha. Ja?
Und auf den Parkplätzen in Wörth und wo immer standen endlose Reihen von Mercedes-Busse. Und die haben das, und auch in der Wirtschaftsentwicklung, oft wird halt gesagt, das ist nur eine Kulturdelle. Das sagt noch nichts. Und manchmal ist das ja auch so. Es ist halt schwierig, das zu unterscheiden. Aber es ist doch gut, wenn man sensibel dafür ist, dass man irgendwann sagt, und ihr als Berater habt manchmal die Aufgabe, früher zu einer eine offene Desintegrationsphase einzuleiten. Das mögen die natürlich überhaupt nicht. Ich habe mal für SEL gearbeitet, ging es um ein Konversionsprojekt. Es war völlig klar, das ganze Ding läuft aus dem Ruder, weil die völlig, es ging um GPS-Entwicklung. Die haben die militärische Variante, die aus 8 Meter Fallhöhe das Ding gesund gelassen hat. Die haben das entwickelt in was relativ Handliches schon, haben aber dann sofort mit dem Angebot auf dem Markt angefangen und fingen an. Die Entwicklungsabteilung hat dann lauter Einzelproduktionen für betuchte Segelschiffinhaber gemacht. Und trotzdem haben sie parallel, ohne dass sie die Ressourcen haben, wollten sie eigentlich in den Wettlauf um die Entwicklung der GPS allgemein konsumtauglich macht, mithalten. Und es war Workshop gemacht, üblicher, 3 Tage und geschworen, jetzt wollen wir uns besser und alles prima. Vorgesetzte kam schon gar nicht, wollte sich nachher berichten lassen. Und zum Schluss, als sie sich einen sehr windigen Kompromiss mal wieder versucht haben, habe ich dich gefragt, die nächsten 4 Wochen, wir haben eine Deadline von 8 Wochen für welche Bewegung, wer ist überhaupt im Land und wer hat überhaupt Zeit? Ging keine Hand hoch. Und ich sagte, Leute, das läuft nicht. Die war mir sehr böse, dass ich so ein Spielverderber bin. Ich flog dann auch raus aus diesem Projekt. Halbes Jahr später haben sie die Abteilung dicht gemacht. Also die wollten es nicht wissen. Vielleicht war es eher an dem Zeitpunkt zu spät, aber es gab schon sehr früh Anzeichen. Und die haben sich die Phase der verdeckten Desintegration zu lange geleistet. Und da waren die Spielräume für eine neue Findung einfach verbraucht. Gibt es auch. So, dann das war das letzte Chart. Die Geheimnisse sind gar nicht so groß. Es ist nur so, dass wir in der Regel Mühe haben, richtig hinzugucken. Und die Dinge sind auch gar nicht so unbewusst. Man muss nur die Fragen stellen. Und dazu muss man Konzepte haben, dass man weiß, was man wissen will. So, jetzt bin ich voller Bewunderung für euch, dass ihr diese volle Ladung hoffentlich relativ unbeschadet überstanden habt.